Dieser Ballsaal in der Nähe von Dresden ist heute eine Voliere voller Lockvögel. Zum Beispiel gehört er in mein Team, der angebliche Unternehmer, der hier sein Firmenjubiläum feiern möchte. Aber auch seine 30 Angestellten sind heute für mich im Dienst. Genau wie Nachwuchszauberer Max. Und alle gemeinsam haben nur ein Ziel, Max Vater Sven reinzulegen. Marcel Scheidt, der Geschäftsführer. Das ist er, der Sven. Der einzig Ahnungslose im ganzen Raum. Dabei ist er als Papa eigentlich eine Eins, denn er trägt seinem Sohn nicht nur die Koffer hinterher, sondern er pustet, er schleppt und er hilft, wo er kann. Auch beim Aufbau des nagelneuen Hypnoserads. Das braucht Sohn Max für seinen allerneuesten Trick. Ich werde dann Leute auf die Bühne holen, die schauen da drauf und du drehst an dem Ding. Es läuft! Papa Sven dreht jetzt schon am Rad. Dabei haben wir noch gar nicht angefangen. Nee, mehr als schief gehen kannst du nicht. Schauen wir mal. Ich freue mich, dass Max Stenzel mit seinem Vater jetzt zu uns gefunden haben. Und nochmal einen Applaus für Max. Der Applaus ist gerechtfertigt. Max legt los wie der dritte Ehrlich-Brother und Papa platzt vor Stolz. Simsalabim und... Er hat's echt drauf, super. Und die Hasen haben die Plätze getauscht, Wahnsinn! Sie können das auch alles, ne? Ich weiß, wie es geht, ich kann das nicht vorführen. Zauberkunst hat auch sehr viel mit Hypnose zum Beispiel zu tun. Hypnose hat heute Premiere. Die Nummer sieht Sven zum allerersten Mal. Der kann Hypnose? Das ist unglaublich. Die erste Versuchsperson ist die angebliche Buchhalterin der Firma. Max versucht, ihr eine Zahl aus dem Kopf zu zaubern. Inklusive Mehrwertsteuer, versteht sich. Was wir gestern zum Frühstück gegessen haben. Und schlaf. Tiefer und tiefer sinken. Ja. Weiß, was er macht, oder? Sicher und fest. Sie gehen davon aus. Okay. Sie zählen ab jetzt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es gibt keine andere Zahl. Sie zählen ab jetzt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Wach. Alles okay bei Ihnen? Ja. Geht's Ihnen gut, Anna? Alles gut? Ja. Zählen Sie wirklich ganz laut einfach mal vor. 1, 2, 3, 5, 10. Das war das Buchhalter, ich kann nicht mehr zählen. Zählen Sie bitte nochmal die Hand. 1, 2, 3, 5, 6. Das geht aber wieder weg, oder? Ich muss noch meinen Monatsabschluss machen. Sie wissen schon, 10 Finger eigentlich. Max probiert es auch mit 4 Personen. Oder wie die Buchhalterin sagen würde, mit 5. Sie sehen, ich habe da von meinem Vati eine Hypnosescheibe aufhängen lassen. Ja? Und ich würde Sie mal bitten, dass Sie alle nur auf die Hypnosescheibe gucken, okay? Papa, kannst du bitte anfangen zu drehen? Genau. Ein kleines bisschen schneller. Geht das noch? Ein ganz kleines bisschen? Okay, und immer wieder nachdrehen. Am besten, dass es ungefähr gleich bleibt. Okay. Würden Sie mir mal diese Hand geben? Ganz locker lassen. Nicht verspannen, einfach ganz locker hinschauen. Wird auch gar nicht wehtun. Einfach bloß auf den Punkt schauen. Weiter schauen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Schlaf. Mann, ist das spannend. Ups. Sven kapiert sofort, das war so nicht geplant. Ja. Gott sei Dank nur Sekundenschlaf, der Mann ist wieder da. Und Max macht weiter mit seiner Hypnose. Immer wenn Sie das Wort Hypnose hören, stehen Sie auf und sagen laut und entrüstet, ich weiß genau, was ich tue. Und setzen sich danach wieder hin. Wenn Ihre Kollegin aufsteht und sagt, ich weiß genau, was ich tue, werden Sie im Anschluss sofort aufstehen und werden laut und verächtlich sagen, alles Quatsch. Wach. Ist okay, ich lasse euch ganz kurz einfach mal sitzen. Ich drehe mich zum Publikum, weil ich habe jetzt noch gar nicht so viel eigentlich über das Phänomen von Hypnose. Ich weiß genau, was ich tue. Alles Quatsch. Erzählt, ja? Papa klatscht und ahnt nicht, alles Quatsch. Alles gleich, zähl von 3 runter zu 0. Bei 0 öffnen Sie einfach die Augen. 3, Ihnen geht's vollkommen gut, Sie sind vollkommen ausgeglichen. 2, Ihr Blutdruck wird wieder ganz normal. 1, Sie bereiten sich vor, gleich die Augen aufzumachen. Wach, 0, öffnen Sie die Augen. Augen auf bedeutet normalerweise Zauber vorbei. Und das ist eben wirklich dieses Verblüffende an Hypnose, dass man wirklich selber sagt, alles Quatsch. Naja, kann mal passieren. Max versucht es nochmal. 1, und wach. Ich würde sagen, für dieses Experiment mit Hypnose reicht das erst. Ich weiß genau, was ich tue. Alles Quatsch. Ich würde es wahrscheinlich noch mal anders probieren. Würden Sie mir ganz kurz noch mal die Hand geben?
Nehmen Sie nochmal die Hand, schauen Sie mal um das Auge. Schlaf. Gott, scheiße. Schon wieder. Lorenz. Papa, kannst du ganz kurz mal auf die Bühne kommen? Ich möchte bloß, dass du mir ganz kurz mal hilfst, ganz kurz mal halten. Also das, langsam nimmt das irgendwie Dimensionen an, die finde ich irgendwie nicht mehr so richtig okay, ehrlich gesagt. Also, hast du dir wehgetan? Ich würde es ganz schnell halten, dass ich einfach die jetzt noch kurz aushypnotisiere, dann sind wir fertig und dann würde ich noch mal kurz mit Ihnen sprechen. Ja, ich gebe mir ja die Leute reihenweise um. Dann würde ich noch mal kurz mit Ihnen sprechen. Ja, ist es okay. Ich würde ganz kurz alle noch mal in den Wachzustand bringen. Ist das jetzt normal? Gehört das alles dazu oder wie ist zu der Show? Oder ist normalerweise nicht, aber es... Oh, Scheiße. Papa, ich brauche Hilfe. Otto, erstmal jetzt hier weiter. Vielleicht können Sie mal herkommen und ich müsste, entschuldigen Sie mal ganz kurz, ich müsste nur ganz kurz auf Toilette... Hab mir wahrscheinlich irgendwas eingefangen. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment. Hier. Ihr Sohn rennt jetzt weg und lässt die da sitzen, oder wie? Wie oft hat er das denn schon gemacht? Ich weiß es nicht. Er muss aber in der Lage sein, wenn er Leute so manipuliert, dass er auch wieder rauszuholen. Ich verstehe es vollkommen. Ich kenne diesen Teil des Programms kenne ich selber nicht. Ja. Weil Sie können sich jetzt nicht hier so rausreden. Sie müssen auch Verantwortung übernehmen. Bei uns immer Ihren Sohn. Ja, ruf mal, genau. Kannst du das machen? Ruf mal an. Einen Notarzt braucht Sven auch bald, aber erstmal schaut er nach seinem Sohn. Papa, ich kann gerade nie. Warum funktioniert das nicht? Ich weiß es nicht. Normalerweise funktioniert das immer. Was soll ich machen? Du kannst nicht auflösen. Und er greift mich an. Er greift mich an, wie ich dich sowas machen lassen kann. Ich soll Verantwortung übernehmen, dabei kann ich das Programm nicht. Der Saal wird geräumt, die Ärztin kommt. Und Vater und Sohn stellen sich den Tatsachen. Kriegt die nicht auch sehr Hypnose raus, ja? Der Maximilian hat eine Zaubershow gemacht, hat sie hypnotisiert. Okay. Weiß genau, was ich tue. Und hat genau das gesagt, dass er das machen soll. Das klappt da immer nicht. Er kriegt sie nicht geweckt. Er hat die Spirale gedreht auf jeden Fall. Er hat die Spirale gedreht. Ja, der Maximilian hat gesagt, ich soll sie drehen und da habe ich es gedreht. Wann hat er das gemacht? Ich sage Ihnen, er ist eigentlich der Übeltäter hier. Das ist mir Problem. Schon klar, deswegen frage ich jetzt auch. Ja. War er nicht involviert? Aber ich möchte auch nicht, dass ich, also ich möchte trotzdem die Verantwortung übernehmen, ist ja logisch. Ne? Man kann doch nicht einfach eine Hypnose machen bei Leuten. Ah, das ist doch unge. Läuft aus dem Ruder. Wir können eins machen. Ich habe eine Zusatzausbildung gemacht als Gegenhypnotiseur, so nennt man das. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, die Hypnose zu beenden. Vielleicht gehen Sie mit hoch. Was für mich jetzt wichtig wäre, dass Sie versuchen, von hinten durch den Atem ein bisschen Kontakt aufzunehmen, das heißt zu pusten, aber von oben. Ja, noch mehr, richtig. Mein Ding mit Spucke ist wurscht. Ja, so. Glas rein. Mehr, richtig. Schauen Sie mich an. Hallo, hören Sie mich? Schauen Sie mir in die Augen. Papa, puste. Ja, immer mehr. Hör mir auf. Kannst du schneller hintereinander? So. Mittlerweile ist Sven Profi in Mund- zur Haarbeatmung. Auch als Föhn zu mieten. Sehr gut. Immer weiter. Der nächste bitte. Oder blas mal in die Ohren, das auch so ganz schnell. Schnapp ab. Den Blick in die Ohren. In das andere Ohr. Ob er das auch mit Zunge kann? Sehr gut. Der arme Lockvogel, gleich ist die Hypnose weg, dafür hat er dann Tinnitus. Aber zieh mal an den Ohren. Den Blick halten. Ja, sehr gut. Den Blick halten, sehr schön. Massier die Ohren, das hilft, das regt dir die Blutung an. Das ist die Scheibe löst es auf. Die Scheibe löst die Hypnose auf. Ich weiß genau, was ich tue. Die Scheibe löst die Hypnose auf. Ich weiß genau, was ich tue. Ich glaube, wir haben ihn wieder. Also ihn haben wir längst, aber einen legen wir noch drauf. So, jetzt vielleicht noch mal an den Ohren ziehen, ganz, ganz leicht. Und jetzt würde ich ganz kurz Sie alle vier noch mal fragen. Wissen Sie, wo Sie sich hier befinden? Ja. Wissen Sie auch, warum Sie hier sind? Ja. Und Sie wissen auch, für wen Sie hier sind? Ja, für Guido Kanz. Und was machen Sie da? Lieber Sven, herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß!
Liebe, verstehen Sie Spaß, Community. Wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!